Hallo, meine lieben Freunde der gemütlichen, sonnigen Unterhaltung. Ich sehe überhaupt nichts. Mir scheint voll die Sonne jetzt durch mein Fenster. Aber egal, es gibt heute mal wieder was auszupacken. Es ist zwar kein großes Paket, es ist auch nur meine Festplatte darin versteckt, die ich neu bestellt habe, meine SSD. Aber ich mag halt mal Pakete auspacken. Ich mag es, ich möge es, ich mag es. Ich möge es, Videos zu machen und. Da noch ein kleiner Hinweis, ihr könnt mir auch Pakete schicken. Da gibt es eine Adresse, die sie noch nicht mitbekommen haben. Steht in der Videobeschreibung die Adresse oder da kommt so ein kleines Ding. Da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Bis jetzt hat mir noch keiner was geschickt, aber vielleicht bist du ja gerade der Erste. So, also ich packe das jetzt mal aus. Amazon bestellt. Am Montagabend. Und heute ist Mittwoch und da war es da. Also. Ging sehr schnell. Dann mal das Ding aufreißen hier. Vor allen Dingen, das ist eine Festplatte. Ne? Guckt mal, wie schmal das ist. Das ist unglaublich. So, nicht einmal ein bisschen Schutz. Ich hoffe mal, der Postbote ist behutsam damit umgegangen. Und da haben wir das gute Stück. Kingston 120 GB. Das sollte lang fürs Betriebssystem. Und vielleicht mal für einen Internetbrowser. Ansonsten will ich da nichts drauf machen. Und 10-mal faster plus Rebate, bla bla bla. Der Unterschied, wenn man die jetzt reinmacht, ist schon gravierend. Ja, von der normalen Festplatte auf die SSD. Aber was noch viel gravierender ist, wenn man, wie ich, eine alte Festplatte wieder reinbauen muss und dann ewig warten muss. Man glaubt gar nicht, wie lang das ist. Probiert das einfach mal aus. Macht mal euer Betriebssystem auf eine normale Festplatte und dann solltet ihr das tun. Also von Kingston, ich weiß nicht, ob die gut ist. Das war eine spontane Bestellung. Kingston, der Name sagt mir was. Habe schon mal, ich glaube, ein was gehabt davon und ist mir halt nicht unbekannt gewesen. Keine No-Name und ich hoffe mal. Die Schrauben und so passen alle, ne? Die hier sind für mein Gehäuse und so. Na gut. Das war es auch schon gewesen. Und ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend stream, weil. Ja, weil darum bauen. Eben. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Für die, die es vielleicht mal angucken wollen bei Amazon. Und ja. Das war es dann auch schon. Von diesem kleinen Video. Ich verabschiede mich. Und sonne mich durchs Fensterglas. Okay. Haut rein, Leute. Bis bald. Ciao.